Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Wasser. Ich werde euch einige Geheimnisse über das Wasser enthüllen. Also bleibt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Feuer und Wasser. Wunderkräfte der Schöpfung. Omra Mikhail Ivanov. Reihe Isfor, Band 232. Kapitel 3. Die Entdeckung des Wassers. Das Wasser ist für die Erde ein Fluidum von vitaler Bedeutung. Die Ströme und Flüsse stellen die Arterien und Venen dar und die Seen die verschiedenen Nervenzentren und so fort. Das Wasser ist, wie das Blut, ein sehr kostbares und unentbehrliches Element, das Leben mit sich bringt und alle Geschöpfe, ob Steine, Pflanzen, Tiere oder Menschen, ernährt. Sogar Kristalle brauchen für ihre Entwicklung Wasser. Edelsteine existieren nur dank einiger Partikel Wasser, sonst würden sie einfach zerfallen. Das Wasser bewirkt, dass der Stein haltbar, farbig und lichtdurchlässig ist. Die Vegetation dagegen, deren Wurzeln tief in die Erde reichen, bildet den ätherischen Körper der Erde. Ja, die Bäume bilden den ätherischen Körper der Erde und das Wasser ist das Fluidum, das diesen Körper erhält. Dank des Wassers gestalten und beleben Blumen, Bäume und alle Pflanzen die Erde. Wenn man in die Geheimnisse der Natur eindringen will, sollte man zu begreifen versuchen, wie wichtig das Wasser ist. Man sollte über seine Bedeutung, seine Eigenschaften, seine Kraft meditieren und über alles, was in ihm verborgen ist. Jeder verhält sich dem Wasser gegenüber nachlässig und nimmt keine Rücksicht darauf. Man schätzt es nicht besonders. Ihr werdet sagen, aber ja, auf das Wasser legen wir viel Wert. Ja schon, aber nur auf instinktive, mechanische, unbewusste Weise. Aber das meine ich nicht damit. In eurem Bewusstsein sollte das Wasser an Wert gewinnen, damit es zum mächtigen Faktor für euer psychisches Leben und euer Leben auf der Gefühls- und Mentalebene wird. Ich habe festgestellt, dass manche angesichts eines Flusses, eines Sees oder des Meeres sogar so ungerührt bleiben, als stünden sie vor einer Mauer. Das Wasser spricht sie überhaupt nicht an. Es ist, als sähen sie es gar nicht. Sie kümmern sich nur um das Wasser, wenn keines mehr da ist, und sie sich fragen, wie sie dann wohl kochen, Geschirr spülen, sich waschen oder den Garten gießen können. Es ist unglaublich. Sie sollten sich innerlich einen kleinen Ruck geben und wenigstens den Versuch machen, voller Bewunderung zu sagen, so viel Wasser, so viel Wasser, um zu beweisen, dass sie es auch sehen. Wie kann man nicht voller Bewunderung sein, voller Freude angesichts dieser so klaren Materie, angesichts dieser Manifestation des weiblichen Prinzips, der göttlichen Mutter, die uns mit ihrer Reinheit, ihrer Klarheit schützend umhüllt? Man muss einfach blind sein. Und dabei bildet man sich sogar ein, man werde die Geheimnisse des Universums lüften. Man sollte endlich erst einmal begreifen, was das Wasser für die Natur bedeutet und sich entschließen, mit ihm zu arbeiten, um sein inneres Leben zu verwandeln. Es ist gut, gerne an Wasserfällen und an Flüssen entlang spazieren zu gehen, Quellwasser zu trinken, in den Seen und im Meer zu baden. Das ist aber keine wirkliche Arbeit. Es wird nicht die geringste Umwandlung in euch herbei herauskommen, solange ihr nicht wisst, wie ihr wirklich mit dem Wasser in Kontakt treten könnt, wie ihr mit ihm sprechen und euch mit ihm verbinden könnt. Die erste Bedingung, wenn ihr mit dem Wasser in Kontakt kommen wollt, besteht darin, dass ihr ihm euch voller Achtung nähert und in dem Wissen, dass in ihm schöne, reine Wesen leben. Sie werden euch nur gewogen sein, wenn ihr ihnen Rücksicht und Liebe entgegenbringt. Wollt ihr zum Beispiel baden? Besonders in einem See, dann seid aufmerksam. Tut es nicht in irgendeiner beliebigen geistigen Verfassung. Fragt zuerst die Wasserwesen um Erlaubnis. Denn wenn ihr badet, ist das so, als ob ihr euch in ihrer Wohnung von all euren Unreinheiten befreit. Seid euch dessen bewusst, dass ihr sie vielleicht stört. Und seid sehr wachsam. Nun, da sich vielleicht nicht jeden Tag die Gelegenheit bietet, in der Natur mit dem Wasser Verbindung aufzunehmen, könnt ihr zu Hause üben. Füllt eine Schale mit Wasser.
Schon eine ganz kleine Menge davon repräsentiert alles Wasser auf der Erde. Denn symbolisch, magisch betrachtet, genügt ein einziger Tropfen, um euch mit allen Flüssen und Ozeanen zu verbinden. Ihr konzentriert euch also auf das Wasser in dieser Schale, begrüßt es, damit es neu belebt und in höhere Schwingung versetzt wird, sagt ihm, wie sehr ihr es bewundert und wie schön ihr es findet und dass ihr euch seine Reinheit und Klarheit wünscht. Dann könnt ihr es berühren. Lasst es über eure Hände fließen und stellt euch dabei vor, wie ihr mit seinem ätherischen Körper in Verbindung tretet, seine Schwingungen in euch aufnehmt und davon durchdrungen werdet. Ihr könnt euch auch bildliche Vorstellungen machen. Während ihr eure Hände in das Wasser haltet, denkt zum Beispiel, dass ihr im Hochgebirge im reinsten, klarsten See badet und kommuniziert mit seiner Frische, seiner Reinheit. Macht ihr diese Übung wie etwas Heiliges, dann werdet ihr spüren, wie euer Körper mit der ganzen Natur in Harmonie schwingt. Ihr werdet euch erleichtert fühlen, gereinigt und sogar euer Gehirn wird besser funktionieren. Welche Veränderungen können nach so einer Übung stattfinden? Jedoch unter der Voraussetzung, dass der mächtigste Faktor, das Denken, sich an die Arbeit aktiv beteiligt. Alles, was Gott erschaffen hat, kann euch durch die Kraft des Denkens dabei helfen, dass ihr besser werdet, reiner, stärker und intelligenter. Also, macht diese Übung. Das Wasser in einer Kristallschale zu betrachten, es mit Liebe zu berühren, seine Frische zu fühlen und seine Weichheit, seine Transparenz zu bewundern. All das ist keineswegs bedeutungslos. Das Wasser ist unter den vier Elementen dasjenige, das sich am engsten mit unserem Organismus verbindet. Wenn wir es trinken, können wir Verbindungen mit den allerreinsten Kräften des Universums herstellen und die im Wasser enthaltenen Elemente in uns aufnehmen. Dazu muss man es langsam, schluckweise und in dem Bewusstsein trinken, dass man das Blut der Natur aufnimmt, das alle Geschöpfe erquickt und ernährt. Das ist für euch etwas Neues, nicht wahr? Zweifellos hat euch noch nie jemand gesagt, wie ihr Wasser trinken solltet, damit es euch sein Leben, seine Reinheit und seine Transparenz übertragen kann. Um wirklich zu begreifen, was Wasser eigentlich bedeutet, muss man einmal in der Wüste vor Durst bewusstlos gewesen sein. Das Wasser ist die Mutter des Lebens und verdient unsere Ehrfurcht, unsere Dankbarkeit und unsere Liebe. Auf der Hochzeit zu Kana hat Jesus Wasser in Wein verwandelt, das heißt in Blut, in Leben. Wenn ihr Wasser trinkt, denkt dabei, dass es sich auch in eurem Körper in Blut als Träger des Lebens verwandelt. Meditiert lange über dieses Bild und sprecht zum Wasser. Du, dass du alle Geschöpfe ernährst, offenbare mir die Geheimnisse des ewigen Lebens. Na dann Prost. Und reicht euch das Wasser. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, eure Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.